Scheiße. Schlagzeug war schon ganz geil, oder? Mann, das Schlagzeug muss so bum, 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 bum. Hey, ich kann das eben nicht. Weißt du, der Bass muss so ganz trocken so dun, dun, dun. Und die Gitarre so ganz, ganz geradeaus, so ganz präzise, viel präziser. Ja, aber ich meine, die eine Stelle war doch mal richtig geil mit dem Schlagzeug. Boom, puff, boom, puff. Und dann die Gitarre dazu. Du, 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 du. Ey, ich weiß nicht, was du meinst. Ich mach das so, wie ich das eben gerade kann. Ja, und das ist geil. Das klingt ein bisschen wie Prefab Sprout, oder? Prefab Sprout ist scheiße. Ein paar Lieder sind doch schon ganz geil. Ey, Mann, pass auf! Das Ding gehört meinem Cousin. Mann, das ist scheiß Punkrock, Leute. Das muss mehr knallen. Ey Leute, ich hab noch einen Bubble, wollen wir einen rauchen erstmal? Nicht hier drin, nicht Mann. Nicht hier drin, Mann. Leute, macht mal die Augen auf. Ich meine, das sind die 80er. Müssen wir häufiger Zeitschriften lesen. Ich meine, da geht's auch um den Sound von New York, von London, um Ska und No Wave. Schon mal was davon gehört? Wir machen das jetzt nochmal. Weißt du, du drischst nicht so? Es muss kalt und hart klingen. Wie Cure oder Ultravox. Los jetzt.